Check, 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 Leute, wir sind hier auf dem Festival. Heute ist Freitag, heute bin ich zu Gast bei Orgi. Morgen bin ich ja auch wieder hier. Wird auf jeden Fall ein bisschen längerer Vlog, wird auf jeden Fall lustig. Jetzt noch alkoholfrei, gleich wird sich abgeschossen. Ich habe auf jeden Fall Bock auf euch im Internet. Check. Ich hab's alle gecheckt. Alle. Was los? Ich bin's, Finch. Fans. Ich hab Corona. Der Kristall leuchtet nachts, setz die Skibrille auf. Ich hab ein Haus auf Kreta gekauft. Sauer macht lustig und bitter macht wach. Ich dachte, er weint die ganze Nacht. Hey, super Nase weiß, noch mit der Karte klein. Geh mal jetzt zur Seite, denn die kristalline Bartend ein. Der Kristall leuchtet nachts, setz die Skibrille auf. Ich hab ein Haus auf Kreta gekauft. Ost, Ost, Ost. Leute, sind wir hier in Stuttgart oder was? Ost, Ost, Ost! Peter wie zum Abendbrot, verballer meinen Jahreslohn. Damals war es gerade hoch, heute heißt es Grundstoff sein. Trotz der Trinknase werde ich dieser Suchtkopf bleiben. Ja, so läuft das in Berlin. Orgi Bomber Finch, 6 Holze für Schmied. Analyse, Analyse. Zoom, 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 zoom. Kind Gott, das ist voll, ich bin bei dir zu voll. Es ist die Gasbox, ein auf meine Politik, denn der Bedenkste geehrte Mann, der Kumpel. Hast du richtig rausgeputzt heute? Aber keine anderen Klamotten, das ist halt einfach geil. Ich habe überlegt, gerade jetzt so mal ein bisschen auf Mädels-Suche zu gehen. Es geht einfach nicht, weil ich nur, ich weiß nicht, was in mich gefragt ist, ich habe nur Fanshirts von mir selber mit, wie so jemanden, der selber keine Fans hat und deshalb seine eigenen Merch tragen muss. Ich schwöre dir, ich habe meinen Fan-Merch nie getragen, nie. Erzähl noch mal, was dir gerade passiert ist. Also ich war eben im Fahrstuhl. Da ist ein Pärchen eingestiegen, ja. Beide FP2-Maske auf. Richtig, und natürlich, vollkommen richtig. Naja, klar, und haben sich dann in die demonstrativ in die letzte Ecke gestellt, um nicht so nah an mir dran zu sein. Wahrscheinlich haben sie Angst vor dir wegen deiner Glatze, dass du krank bist. Krebs. Ah. Also nicht wegen Corona, weil Corona kann ich mir nicht vorstellen. Oder der Bart. Oder der Bart wegen... kann auch sein. Ich bin so bloß geil auf Bild 6 mit dir. Wir sind ja auf so einer wilden Party. Harry, diese wilde Party ist so krank, Alter. Die ist überkrank. Die ist wild. Die ist wild. Ey, Bierbaum, zeig mal deine Muskeln! Nein, ich schäme mich, dann warte mal. Bierbaum, zeig mal deine Muskeln! Ja, ja, gut, Alter, du bist zwei Muskeln! Reiß das Ding, Junge! Bierbaum, 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 Bierbaum! We'll be right back.
Anzug. Ey, neue deutsche Meister. Schwanz. Ey, no homo. Du wärst mein Anliegen. Nein, no homo, ne? Ey, no homo. Aber no homo. Mach das mal mit meinem Arsch, bitte. No homo, aber. Kennst du die Pattern-Stellung beim Sex? Der Mann macht eine Brücke, sie legt sich runter und pennt ein. Ich hab mir so andere Bier bomb. Normalerweise gibt's einen Griff. Oh, du bist so richtig. Kannst du. Und dann du. Zeig mal, mach noch mal den Griff. Warte, warte mal. Mach noch mal den Griff. Oh, fuck, Alter, Danny, komm richtig. Monatsende, es ist Monatsende. Oh, meine Freunde, ich bin hier mit der Atze, Alter, das ist einfach der Style, Alter. Und weißt du was, der nächste Typ, der mir entgegenkommt, kriegt eine Bombe, Alter. Was bist du denn für ein Klon, Alter? Wir kommen zum A Cappella. Seid ihr jetzt alle ruhig? Ey, yo, mit deiner Zigarette laberst du mich hier auf der Straße voll. Du weißt ganz genau, ich rede nicht so, ich rede das harte Deutsch. Ey, du Bastard, setz doch erstmal deine Sonnenbrille ab. Du bist ein Rapper, bei deinem Auftritt hast du verkackt. Oh, yeah. Das ist Morlock Dynama. Oh, ich komme in den Dorf rein, du Penner. Mit Kameras. Heute Tag 2, ne? Der erste Tag, unser Tag. Also, ich muss auch sagen, mir geht's auch recht gut. Wirklich jetzt. Mir geht's richtig gut. Gestern, also ich muss nochmal sagen, gestern Angerfest war für mich jetzt schon das Event des Wochenendes. Also ich kann auch nicht, sage ich ganz ehrlich, selbst meine Show kann nicht besser werden. Das hat einfach viel mehr Spaß gemacht als alles andere. Aber Angerfest in diesem Mosh wird einfach alle abgegangen, alle haben gehackt. Ich muss endlich auf Dominator oder auf diese Thunderdome oder so. Komm, alle. Wir müssen auf Party. Na, wer ist denn da? Hallöchen, mein Lieber. Blümler, Junge. Mein König, ich grüße Sie. Dickerchen aufbauen hier. Und, bist du aufgeregt? Nein. Die Kappa dabei. Halt dabei, ja. Berührungstropfen, so, ja. Hast du auch hier Durstfetttabletten dabei, oder? Ja, doch, klar. Hast du dabei? Mhm, klar. Kannst du den noch rübergehen? Na klar. Warst du mal in England irgendwie studieren oder so? Oder kannst du richtig gut Englisch? Can you fragen mich was on Englisch, Sprache? Boah, sorry, mein Englisch ist so schlecht, nichts verstanden, oder? I play... du spielst die Songs? Yes. Ah. But I'm very... super. Dumm? Wie was? Super. Ah, super. Danke, danke. Oh, das schmeckt besonders gut jetzt. Finde ich super, ich habe schon immer nachgeregelt. Okay, Assi? Vielleicht ist es, weil du keine Ahnung hast, kann das nicht? Ja, das stimmt, das ist super. Aber immer nach drei Eisen. Die Sache raus. Dicker, ey. Was denkst du nachher? Du hast zwei Optionen, die ich spielen kann. Ich habe zwei Charaktere.
Oldschooler. Oh, okay. Und Flying Sachse. Du siehst richtig cool aus mit deiner komischen Brille und wenn du rauchst. Danke. Wirklich? Hat deine Mutter auch gesagt, wo sie mir gelutscht hat. Echt? Lässt du es auch drin oder schneidest du es raus? Ja, drinne. Leute, der neue Ding, dass du mich filmst, wenn ich angelaufen komme, cool. Ihr habt den Wasser besorgt, du Bastard. Danke, du Fotze. Why do you want to work out? What is your goal? The most important thing is that you have a vision, that you have a goal. Because without that vision and without that goal, again, you're drifting around and you're never gonna end up anywhere. Kennst du Arnold Schwarzenegger? Wisst ihr ja, die wenigsten wissen ja, dass Arnold Schwarzenegger damals bei mir trainiert hat. Ach wirklich? Ja. Ach, okay. Das wissen die wenigsten. Ich habe damals Ende 90er, Anfang 2000 hatte ich ja mit Arnold zusammen trainiert. Kennst du Ronnie Coleman auch? Ach so, hier. Der Schwarze. Ja, klar. Ach. Der war auch, aber der ist rausgeflogen bei mir für das letzte Stoff. Aber der ist bei mir nicht. Bei mir ist Natural Bodybuilding. Bist du ich bin Natural, ich bin national. Ja. Ist ja einfach so, du kannst auch ohne Stoff viel erreichen. Bist du Nutty quasi? Was? Nutty. Ich bin Nutty. Nutty. Hallo. Ja, Nutty. Ich bin Nutty. Okay. Ich bin Nutty. Weil, ich sag mal so, guck dir meinen Körper an, guck dir den von Stoffer an. Brauchst du Scheiße nicht. Ich bin ohne Stoff, bin ich sehr erfolgreich und mach Bodybuilding seit mittlerweile 50 Jahren. I mean, when I was a kid, I was just like any other kid. I had my hang-ups and problems and all this. But when I joined the weightlifting club and I won my first... So was geht aber auch nicht von einem Tag auf den anderen. Also du musst schon dranbleiben. Ich habe zum Beispiel für meine Beine, so wie sie jetzt hier sind, 40 Jahre lang trainiert. Film auf die Wade. Die Wade, Alter, was ist da los? Ja. Siehst du, wie die Adern rauskommen? Krank. Also das ist... Guck mal, das, ich sag mal so, was ich mache, ist Natural Bodybuilding. Und jetzt komm mal mit. Wenn du nicht zum Sport gehst, siehst du irgendwann so aus. Komm doch mal hoch und pack das ins Gesicht. Dich hört man auf Kamera nicht. 18 Pfund, umgerechnet in Kilo sind das aber 60 Kilo. 60 Kilo einarmig heben. Quatsch. 60 Kilo, 18 Pfund. Hämmer steht drauf. Hämmer's Trench. Kennst du nicht? Ist wie Thor's Hammer. Ist wie Thor's Hammer. Krass. Guck mal, probier du nochmal. Das ist ja unglaublich. Mal weg die Kamera, guck mir mal ins Gesicht. Und film mal hier. Und jetzt film mir ins Gesicht. So. Natural! Natural Bodybuilding, nicht wie die da draußen. So, jetzt werden Leute wieder sagen, warum trinkst du Max Eis, Kinderblöcke? Ich hab mich schon besoffen, da habt ihr noch in die Windeln geschissen. Und bei so einem Wetter ist das genau der gute Zwischenweg. Es ist nicht nur Bier, es ist auch Wasser. Weißt du, ist genau der Mix, genau die Erfrischung, die du brauchst. Wir sind 50 Grad, der Planet brennt. Einfach Bombe. Wodka. Bist du Macke oder was? Bist du bescheuert oder was? Da tickst du nicht ganz richtig. Es ist wirklich nur Wasser. Reiß dich! Es ist nur Wasser. Dann können wir nach hinten heraus mehr Zeit. Das ist ein guter Satz, den wir so finden. Dann können wir nach hinten heraus mehr Zeit. Wenn wir mit 5 Minuten früher anfangen, dann können wir nach hinten heraus mehr Zeit. Kung Fu so sagt. Wenn wir früher anfangen, dann können wir nach hinten heraus mehr Zeit. Ich will noch mal die Wenn
keiner mehr Fragen hat. Das letzte Wort vom Meister geht mal beiseite. Wir reißen ab, so wie wir immer abgerissen haben, und ficken alle. Und die Leute immer schön holen, immer schön holen. Elian! Hallo, es wäre überragend, wenn du heute in Magdeburg Ostdeutscher Hesselhoff spielst. Du musst geh mal los, los, ihr müsst es ändern. Welche Nummer? Finch asozial. Wer ist dieser Finch? Soll Promi sein. Hier ein bisschen Kontinuität und Kontenance drin zu bringen in den Laden. Und was passiert? Man kriegt, am Ende kriegt wieder Feuer. Ja, klar. Oh, ist ja ruhig. Oh. Ja. Nils, ja. Ne? Ich bin auf dem Kotzen. Am kleinen Mann wird es ausgetragen. Am kleinen Mann. So. Weil hier Gefühl, keiner mehr durch ist. Ja, natürlich. Hier sieht doch keiner mehr durch. Mit Sugar wird immer geworden. Ja. Ja. Meine Freunde, ich habe sehr gute Nachrichten für euch. Und es geht wieder los. Und zwar 2023, leider erst im März, aber diese Tour, die DDR-Tour, wird absolut geisteskrank. Ich scheiß auf meine Nachbarn. Freitag, Samstag, Sonntag,
Wir reden davon, dass wir zusammen wieder auf Tour gehen und richtig abreißen. Eventim abchecken und Tickets holen. Seid dabei, wenn wir wieder eskalieren. Es geht wieder los. Finch on Tour, DDR-Tour, ja! Yeah.